Hallo, mein lieben Recherretter, und willkommen zu Lego Marvel Avengers Nummer 15. Und während ich gerade auf den Bildschirm schaue, sehe ich, dass das einfach mal dasselbe Bild ist. Nur halt umgefärbt. Aber das beweist wieder, bei Iron Man sieht das hier aus wie Pausbäckchen. Bei Rescue nicht. Das heißt, es liegt halt komplett wirklich an der Farbgebung. Okay, da haben wir das auch gelernt. Aber genau, unsere Beilage ist Rescue, schauen wir uns gleich an. Unser Heft sieht so aus und natürlich kommt Rescue mit dieser kleinen Drohne darin auch vor. Ich finde übrigens, Rescue ist ein komischer Name. Also vor allem, wenn er wirklich so geschrieben wird wie das Wort. Und ich habe gerade nachgeschaut online. Ja, er wurde immer schon so geschrieben. Bisschen seltsam. RES-Q. Hätte ich völlig in Ordnung gefunden, weil es soll halt ein bisschen seltsam sein. Es ist ein Iron Man-Anzug und kein. Naja. Wort aus dem Wörterbuch. Aber okay. Rätselcomic-Spiele, natürlich, wir haben Poster. Wir haben dieses Poster, das wirklich sehr nett ist. Die Avengers, hier nicht unbedingt das Startline-Up, weil ihr seht, Captain Marvel ist dabei, Black Panther ist dabei. Aber Startline-Up ist halt auch dabei. Wahrscheinlich waren das nicht genug, um alle Buchstaben zu füllen. Auf jeden Fall hier. Schönes Design. Das ist das, was ich sagen wollte. Eigentlich ganz nett. Auch wenn die Charaktere dadurch natürlich alle ein Loch im Körper haben. Aber hey, das passiert. Und Hightech-Helden. Einmal das Team Iron Man. Wobei bei Lego Marvel Avengers offenbar Spider-Man nicht dazu zählt. Gut, mittlerweile in den Filmen auch nicht. Aber in den bisherigen Filmen war es ja so, dass Spider-Man immer mit einer Iron Man-Rüstung oder einer von Iron Man, also von Tony Stark gemachten Rüstung, durch die Gegend schwang. Tut er jetzt nicht mehr. Tony Stark ist, Spoiler Alert, Tony Stark ist tot. Und Spider-Man ist inzwischen so arm, wie er in den Comics halt auch ist, und muss sich seine Kostüme selber schneidern. Und jetzt hat er keinen Iron Man-Suit mehr. Das war vielleicht eine ganz gute Idee von Marvel. Aber auf jeden Fall haben wir sonst hier Iron Man, War Machine und Rescue. Ironheart fehlt. Also abgesehen von Spider-Man. Aber ja, okay. Beim Comic ist noch anzumerken: guck mal. Die Mechs. Es gibt also endlich offiziell einen Comic, in dem die Marvel, Lego Marvel, Super Heroes, Avengers, Mechs vorkommen. Und zwar Thor, Black Panther, Captain America und Thanos. Iron Man ist auch hier drin, aber der benutzt halt den Hulkbuster. Was Sinn macht, weil warum sollte man irgendeinen von diesen Mechs benutzen, wenn man einen Hulkbuster hat? Aber genau, das ist das. Und das fand ich ganz interessant im Comic. Hauptrolle spielt aber natürlich unsere Rescue. Hier ist die Tüte. So sieht sie von hinten aus. Mit diesem Bedienpanel für die Drohne als Größenvergleich. Vier von unseren Avengers. Relativ random ausgesucht. Der Hulk, Carol Danvers dürfte das sein. Captain America und Iron Man. Das Setnummer aber auch. 24, 22, 17. Wir haben jede Menge Buchstaben, die bestimmt Wörter ergeben, die ich lesen könnte, wenn ich wollte, aber nicht tue. Die Tüte ist wieder verschließbar. Was für Sammler bestimmt absolut super ist, auch wenn es weiter das Durcheinander unterschiedlicher Tüten fortführt, dass die Hälfte einfach haben. So, leer ist sie. Mach mal platt. Und das sind doch mehr Teile, als ich dachte. Die Tüte fühlte sich nämlich gar nicht so voll an. Aber es ist durchaus genug drin. So, ich glaube, das sind alle Teile für die Figur. Ja, dann baue ich die mal eben. Schon mal und danach. Hat sie was im Rücken? Nee, hat sie nicht. Okay. Oh. Okay, erstmal so weit, damit ich gleich den Helm aufpacken kann, ohne was zu verdecken, was wir noch nicht gesehen haben. Wir haben bedruckte Beine, sehr detailliert mit dem Silber, das auch schön reflektiert. Und intern nochmal so ein Muster hat. Das ist eine gute Bedruckung, qualitativ, auf jeden Fall. Hier seht ihr auch, die Hüfte geht direkt in den Körper. Hier ist ein bisschen eine Lücke in der Bedruckung. Aber es geht einigermaßen direkt über, fällt ein bisschen auf, weil das bei dem Silber fällt die Lücke halt stärker auf als bei dem Schwarz. Aber gut, technische Geschichte ist halt so, ist aber insgesamt eine ganz schöne Bedruckung. Und hier auf dem Rücken hat sie Lungen. Okay.
oder zwei Schuhsohlen hinten auf die Schulterblätter geklebt. Ich weiß nicht ganz, was das soll, aber wahrscheinlich entspricht es dem eigentlichen Charakter. Das weiß ich auch nicht wirklich, weil es ist Rescue. Wie oft ist die in den Filmen aufgetaucht? 30 Sekunden in Endgame? Und ich glaube danach nie wieder? Das kommt so ziemlich hin, es sei denn, ich habe jetzt wirklich was vergessen, wo sie nochmal aufgetaucht ist. Ich glaube, ist in Wakanda von. Nee, da war auch nur Ironheart. Also ich meine jetzt nicht Pepper Potts, ich meine wirklich Rescue. Aber ja, okay. Ihr seht die Gesichtsausdrücke hier wirklich, wirklich schlecht gelaunt. Und hier deutlich besser gelaunt. Auch nicht wirklich glücklich, aber so zuversichtlich, dass die Zukunft nicht ganz so furchtbar wird wie gestern Morgen. Ungefähr, das ist der Gesichtsausdruck. Leider kein blaues Gesicht, wie bei den meisten dieser Anzüge. Das einzige Gesicht, der dann halt den blauen Schirm vorhat, so wie wenn sie halt im Helm das Display sieht. Ja, bei Tony Stark und bei wer auch immer nochmal in War Machine steckte, haben wir das ja nicht immer gehabt. Bei Pepper Potts hier leider nicht. Sie bekommt doch keine. Ah, nein! Haare. Sie bekommt jetzt auch keinen Helm, weil der hinter den Tisch gefallen ist. Okay, sie bekommt jetzt einen Schnitt. Keinen Haarschnitt, sondern einen Schnitt, damit ich den blöden Helm jetzt wiederfinde. Weil das geht nicht, ohne den Helm weiterzumachen. Ja! Okay, das war eine leichte Katastrophe. Ich habe ein bisschen suchen müssen, aber hey, ich habe alles Mögliche gefunden. Zum Beispiel GTA San Andreas. Für die PS2. Aber okay, es war da. Oh, ein Mensch von Grönemeyer. Es sind eine Menge Sachen in der Zwischenzeit hinter diesen Tisch gefallen, seit ich ihn das letzte Mal bewegt habe. Und das wiederum ist eine ganze Weile her. Okay, kommen wir wieder zu unserer Rescue. Darüber habe ich gesprochen. Hier ist der Helm. Es ist, ja, ein Iron Man Helm mit Silber. Ein bisschen anders von der Bedruckung, weil das Gesicht ein bisschen schmaler ist. Leider ist es der Helm, der sich nicht öffnen lässt, also der in einem Stück ist. Aber genau. Drauf ist er und schon sieht man nichts mehr von Pepper. So ist es. Hier ist ihre Fernbedienung. Die wird nicht zusammengebaut. Die ist so. Die kann sie jetzt in die Hand nehmen. Nein, kann sie nicht, weil ich sie auch wieder durch die Gegend schmeiße. Mein Gott, was ist denn heute los? So. Und damit kann sie die Drohne fliegen. Jedenfalls, wenn wir sie fertig gebaut haben. Und dafür hole ich mal eben die Bauanleitung hervor. Die im Heft vorne war. Genau, da ist sie. Einmal Bauanleitung. Ich baue jetzt auch einfach mal. Die ist auch extrem geschickt, weil die ersten beiden Schritte verbinden gar nichts mit, also stabilisieren nicht gegenseitig. Insofern ist es eine etwas irreführende Zeichnung, weil die beiden Teile kriegst du noch nicht verbunden. Das passiert erst später, aber ja, okay. Ist mir, glaube ich, bei meinen eigenen Anleitungen auch schon einmal, zweimal passiert. Insofern kann ich da jetzt nicht allzu lange drüber meckern. Obwohl, seit wann hindert es mich am Meckern, wenn ich den Fehler selber auch begehe? Das hat noch niemanden davon abgehalten. Wirklich absolut niemanden. Wir haben einen guten alten Stud-Shooter. Lange nicht mehr gesehen. Da ist wieder einer. Bei unserem, ich glaube, das ist so eine. Die kommt mir bekannt vor, die Drohne. Die habe ich, glaube ich, bei der City Feuerwehr schon mal gesehen, in sehr, sehr ähnlicher Form. Ah, ich habe den ersten Schritt übersehen, deswegen waren die erst so spät verbunden. Weil natürlich dieser 2x Stud-Shooter funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wo der Stud ist. Zum Glück sind da mal, ist da immer noch ein zusätzlicher drin, damit man noch Munition hat. So. Nicht nochmal drauf drücken, sonst ist er weg. Und das ist unsere kleine Drohne. Ja gut, funktioniert. Ist auf jeden Fall einigermaßen substanzielles Zubehör. Im Gegensatz zu manchmal anders. Diesmal ordentlich Zubehör bei die Drohne. Natürlich sind es nicht viele Teile und sie werden auch nicht viel zusammen ergeben an Preis, wenn ihr nach den Teilen schaut. Das ist gar keine Frage. Aber, Herr Gott, das ist eine kleine Beilage. Sie funktioniert, die kann ja mit Rescue bisschen durch die Gegend fliegen, begleiten und mal auf was schießen. Macht Sinn. Ist in Ordnung. Kleine Drohne. Ganz süß. Nichts Besonderes, aber es funktioniert auf jeden Fall.
Ist Rescue jemals mit seiner Drohne rumgeflogen? Woher sollen wir das wissen? Sie sind im Film ja nie aufgetaucht. Bis auf die 30 Sekunden in Endgame, die ich gerade genannt habe. Insofern, alles okay. Ach, übrigens wollte ich mal das eine Poster in groß sehen. Hier ist es. So, und dann haben wir noch den Blick in die Zukunft. Und die Zukunft des Advent. Avengers Magazins bringt uns ja, tatsächlich substanzielles Zubehör. Wir bekommen Black Panther, auf den habe ich sehr gewartet, dass der in meinem Heft auftaucht. Weil sehr willkommen. Das dürfte sogar noch T'Challa sein. Das ist noch das T'Challa-Design. Wenn ich mich nicht völlig irre, was sehr willkommen ist, auf jeden Fall. Und das ist so eine Art Mini-Microfighter? Irgendwie sowas. Scheint aber von dem, was ich jetzt gerade sehe, zu funktionieren. Gefällt mir ganz gut. Mal sehen, wie es sein wird, wenn ich das Ding in den Händen halte im nächsten Heft. Ich habe jetzt blöderweise vorher nicht das Datum auf der Webseite nachgeschaut, weil ich es vergessen habe, dass die Marvel-Hefte ja immer das machen, das Datum nicht anzukündigen. Aber ich werde es einfach einblenden für euch. Und dann wisst ihr, wann das nächste Heft erscheint. Ich jetzt halt immer noch nicht, aber nachher, nachdem ich das Video bearbeitet habe. Wird schon irgendwie funktionieren und klappen und gut gehen oder schief gehen. Wir werden sehen. Ansonsten geht es bei den Zeitschriften weiter am morgen. Möglicherweise, wenn Lego Explorer morgen rauskommt, das ist das wahrscheinlichste Datum dafür, dass sie rauskommt, die 1.2023. Denn der Verlag hat dafür kein Datum angegeben. Weder im letzten Heft noch auf seiner Webseite. Wobei ich die Webseite von dem Verlag auch überhaupt nicht, also da komme ich überhaupt nicht mit klar. Wir wissen aber, dass irgendwann im Dezember dieses Heft erscheinen muss, weil im Januar die 2.2023 erscheint. Insofern seid gespannt, wenn es das nicht ist, dann 16. Dezember. Da kommt dann der nächste Rätselspaß. Und ansonsten, wann immer das nächste Heft erscheint, denn das ist gerade ein bisschen chaotisch. Ich glaube, Blue Ocean hat absichtlich Weihnachtsperiode übergangen, weil sie sagen, Zeitschriften, die laufen zu Weihnachten nicht so gut, was absolut Sinn ergibt. Zeitschriften sind eines der wenigen Produkte, die zu Weihnachten weniger verkauft werden, weil die Leute eher Geschenke kaufen und solche regulären Sachen dann nach hinten stellen. Insofern macht es durchaus Sinn, dass die Zeitschriften alle erst nach Weihnachten weitergehen. Aber ja, es ist eine relativ zeitschriftendünne Zeit. Aber wir haben ja jeden Tag Adventskalender, zum Beispiel im nächsten Video. Hey! Ich sage erstmal bis dahin und viel Spaß beim Bauen.